Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Dagmar Neuponner ist bei mir und sie hat ja dankenswerterweise das Werk von Walter Russell ins Deutsche übersetzt. Beziehungsweise, ich glaube, ja, das meiste, was er so Das meiste, noch nicht alles. Aber eine Menge. Und wir haben schon Sendungen darüber gemacht und es geht natürlich um grundsätzliches Verständnis der Welt, der Physik, die vielleicht anders ist, als wir das so haben mit dem Atommodell. Aber lass mich vielleicht mal anders einsteigen. Wir leben ja in einer Zeit, wo immer mehr Menschen merken, wir leben irgendwie in einer Welt, die ja anders sein könnte. Vielleicht irgendwie eine Matrix, wie David Icke das ja oftmals sagt, oder irgendwie eine Kunst. Ist das die Schöpfung so, wie sie gedacht ist? Kann das so sein? Oder gibt es da eine Erklärung, dass das vielleicht doch anders ist? Ja, genau. Walter Russell beschäftigt mich schon seit 1992, wo ich zum ersten Mal von ihm gehört habe. Der war ein Maler, 1871 bis 1963, also er ist schon lange tot, ne? Und ich bin nicht seine Reinkarnation, das haben auch schon Leute gedacht. Aber er hat einen ganz intuitiven Zugang dazu gehabt, wie die Welt aufgebaut ist. Und das ist etwas, was uns jetzt heute, wie du sagst, total interessiert, weil wir ja merken, irgendwas stimmt hier doch nicht. Ne? Truman Show mäßig, was ist hier eigentlich los? Und was von dem, was wir hier erleben, ist echt und was nicht? Und dazu hat Walter Russell eben ganz, ganz viel gesagt, und zwar in Konzepten, die aus seiner eigenen außersinnlichen Wahrnehmung stammen und nicht daraus, dass er erst Physik studiert hat oder so. Er ist sympathischerweise auch nur, bis er 10 Jahre alt war, zur Schule gegangen. Das hat mich hinterher dann später auch beim Freilernen meiner Kinder immer sehr ermutigt und hat sich danach nur autodidaktisch weitergebildet und ist als völliger Außenseiter wirklich im Grunde in Erleuchtungserfahrung oder außersinnlichen Wahrnehmungen, eben nicht über seinen Körper, zu einem Wissen gekommen und hat dann überhaupt erstmal in seinem Leben ein Physikbuch aufgeschlagen und gemerkt, das stimmt ja überhaupt nichts. Ne? Und hat dann eigentlich ab dann jahrzehntelang versucht, das, was er erfahren hatte, eine ganz klar nachvollziehbare, einfache Grundstruktur und Gesetzmäßigkeit, nach der unser Universum aufgebaut ist und funktioniert, zu vermitteln, und ist natürlich von sämtlichen Fachleuten und Universitäten und so weiter, was will der denn, ne, abgelehnt worden. Aber jetzt ist er eben, wie gesagt, schon 60 Jahre tot und hat immer noch einen zunehmenden Zulauf über seine Texte. Und ich finde das jetzt so wichtig, weil David Icke sagt ja zum Beispiel, wir sind eigentlich nur Bewusstsein. Und das, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, ja, da sind wir, sagt, und das erleben wir. Jutta Belle auch sehr häufig, genau. Ja, Jutta Belle sagt es auch. Und Walter Russell sagt es auf seine Art, eben das Buch, was ich jetzt als erstes, deswegen machen wir überhaupt diese Sendung, weil ich ja einen Podcast anfange, und fange eben an, dieses Buch Geheimnis des Lichtes vorzulesen. Und ich halte es nochmal. Ja, halte es nochmal richtig schön. So. Genau. Ja, so. Ja, weil er eben auch sagt, alles ist Bewusstsein. Wir erschaffen unsere Welt. Wir sind eigentlich die Quelle dessen. Und diese Sache mit der Matrix und was ist jetzt die echte Matrix und so, die erläutert er, dieses Buch ist ursprünglich 1927 rausgekommen, ist also wirklich fast 100 Jahre jetzt alt, und trotzdem passt das, was er sagt, zu dem, was Jutta Belle sagt, zu dem, was David Icke sagt und zu dem, was Matthias Pocquet zum Beispiel sagt, der war ja auch schon mehrmals hier. Und ich finde das so spannend, weil die eigentliche Unterscheidung geht im Grunde nur darum, es gibt einmal die Quelle, das ist das eigentlich einzig Reale. Die Quelle ist aber ruhend und nicht in Aktion. Und alles andere, was von der Quelle ausgeht, als schöpferischer Gedanke der Quelle sozusagen, das bildet dann das, was wir als unser Universum wahrnehmen. Und in diesem Universum, jedenfalls verstehe ich David Icke so, gibt es dann eben, haben bestimmte Leute Ecken eingerichtet, in denen wir uns dann nochmal verfangen können. So wie wenn wir jetzt hier in diesem Raum sind und ich setze dir eine 3D-Brille auf, und das heißt ja nichts anderes, als ich lenke dein Bewusstsein
auf eine ganz bestimmte scheinbare Realität, die natürlich Teil dieser Gesamtrealität ist, aber eine kleine Ecke. Es kann ja durchaus sein. Wir haben ja heute diese Gamer-Szene auch, oder ich will das gar nicht schlecht machen, aber wo man vielleicht nachher so fasziniert ist von diesen, von dieser 3D-Grafik und wie das alles funktioniert, dass man im Grunde nachher viel mehr in dieser künstlichen Welt ist. Und wenn man das dann noch verknüpft, ne, Virtual Reality, dass man im Grunde dann die Kamera nimmt noch auf, was real da ist und blendet dann aber das Künstliche ein und dass man irgendwann das nicht mehr unterscheidet. Das heißt, es geht darum, die Aufmerksamkeit oder unsere Wahrnehmung dahin zu verändern, dass wir diese künstliche Welt für echter halten als die ja, ursprüngliche Schöpfung, kann man es überhaupt sagen? Ja, genau. Die ursprüngliche Schöpfung ist sozusagen, ist auch eine Matrix. Matrix heißt ja im Grunde nichts anderes, als ich jung war, hat man das noch im Büro gesagt, als Blaupause. Ja? Ja. Also da gab es früher, als ich habe mal in einer Reederei gearbeitet, als Bürohilfe, und da gab es, das waren dann so Platten, da hat man dann drauf getippt mit ganz viel Kraft, und dann gab es, das war die Matrize. Und das, was mich jetzt fasziniert an dem Zusammenhang zwischen unserem Aufwachprozess und dem, was Walter Russell schon vor 100 Jahren rausgefunden hat über unser Universum, ist, dass eben auch die Schöpfung, das Natürliche, die wahrheitliche Erde, von der David Icke sagt, sie ist wunderschön, und das, was manche in Nahtoderfahrungen als viel, viel realer als das, unser Leben, das wird ja immer wieder geschildert, dieser Effekt, ne? Es war so real und so. Dass wir das unterscheiden lernen, dass es also nicht so ist, wir haben die reale Welt und die ist keine Matrix, sondern die reale Welt ist auch eine Matrix. Es ist ein Abdruck von dem Gedanken der Quelle sozusagen oder des Göttlichen, ne? Und Walter Russell sagt eben, alle Ideen bleiben immer Ideen und drücken sich nie aus, sondern es gibt immer nur die Kopien, die wir hier als 3D wahrnehmen. Und du hast vorhin ja dieses Beispiel auch aufgegriffen mit der 3D-Brille. Wenn ich dir jetzt so eine Brille aufsetze und das Programm, in das du dann eintauchst, ist so gestrickt, dass du möglichst vergisst, dass wir hier in einem Raum sind, sodass du so da eintauchst, dass du gar nicht mehr dich erinnerst, dass du eigentlich mit mir hier in einem Raum bist und jederzeit das Ding absetzen könntest. Ich denke, das ist so ein bisschen unsere Situation. Und um wirklich da rauszukommen und uns darauf zu besinnen, wer wir eigentlich sind, nämlich Schöpfer, die ihre eigenen Matrixen schreiben können, ihre eigenen Programme, finde ich es und fand es eben seit den 90er Jahren total hilfreich, dieses Wissen von Walter Russell in seiner eigenen Wahrnehmung und eben erklärt von jemandem, der selber auch nicht jetzt Quantenphysik studiert hat, sondern das in ganz einfachen Worten sagt, aufzugreifen. Und deswegen habe ich jetzt oder fange ich jetzt an, Ostersonntag, mit einem Walter Russell Podcast, wo ich das anfange vorzulesen und aus meiner Sicht jeweils kurz zu kommentieren. Denn ich habe festgestellt, so ging es mir mit Walter Russell und auch vielen, vielen Lesern, mit denen ich in Kontakt war, man liest das und das Herz fühlt sich berührt und denkt, ja, mehr davon. Und der Verstand denkt, hä, was, wie jetzt? Und ist das nicht nur Gelaber? So, also ich habe selber, wie gesagt, ja, viele Bücher von ihm übersetzt. Und die ersten beiden, da war ich immer noch unsicher. Habe gedacht, was habe ich eigentlich mit diesem alten Knilch zu tun? Und erst bei diesem Buch habe ich dann genug verstanden, um zu merken, nein, das ist der Hammer und das ist ganz entscheidendes Wissen. Aber er hat eben eine Art, das auszudrücken, die sehr ungewohnt ist, und weil die Inhalte auch noch ungewohnt sind und das wirklich anders ist als alles, was ich jedenfalls in der Schule jemals gelernt habe, ist es anspruchsvoll. Und deswegen mache ich diesen Podcast, weil ich jetzt eben schon seit Jahrzehnten damit umgehe. Und weil ich auch finde, dass wir es heute im Grunde leichter haben, seine Beschreibungen mit unseren Erfahrungen in Einklang zu bringen, eben weil wir haben Jutta Belle, wir haben David Icke, wir haben Joe Conrad, wir haben alle möglichen Leute, die
in ihrer Art sich diesem Geheimnis auch schon nähern. Das ist ja im Grunde auch das Geheimnis von Platons Höhlengleichnis. Ne? Mhm. Das ist ja dieselbe, heute sagt man 3D-Brille, und die sitzen da und sehen nur die Schatten. Das ist ja im Grunde nur ein anderes, ja, eine andere Metapher. Ja, aber gut, wie ist das für dich umsetzbar, diese Erkenntnisse? Wir leben ja in einer Welt, wo wir denken, was ist hier los? Also da wird zum Beispiel eine Schülerin postet irgendwas auf TikTok und der Schulleiter ruft die Polizei und die kommen tatsächlich. Früher hat man die Polizei gerufen, wenn ein Einbruch war, wenn Mord oder Körperverletzung oder irgendein Unfall war oder irgendwas Schlimmes. Jetzt rufen Menschen die Polizei, und es war neulich sogar wohl im Bundestag eine Debatte darüber, und ganz viele Politiker haben gesagt, ja, der Schulleiter hat genau richtig gehandelt. Das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Matrix, wo man denkt, es ist ja eine Indoktrinierung der Menschen, die man sieht, dass sie wirklich glauben, es ist richtig, andere Menschen, die eine andere Gesinnung oder andere Gedanken haben, da die Polizei zu rufen. Wie nützt dir jetzt die Erkenntnisse oder die Erkenntnisse von Walter Russell? Wie können die, ja, was können wir denn in so einer Situation, in der wir jetzt sind, überhaupt mit dem Wissen anfangen? Kann man jetzt sagen, ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr darauf, sondern auf das, was ich mir vorstelle, und eben vielleicht diese ursprüngliche Erde. Ich müsste mir die Erde auch ganz anders vorstellen, viel schöner. Mhm. Ne? Also wenn ich in die Natur, ja, gehe, das zieht mich gar nicht mehr so. Ich denke, das muss doch, die Welt ist doch wunderschön. Warum zieht sie mich gar nicht so an heute? Ja, David Icke beschreibt ja auch, dass dieses ursprüngliche Programm, mit dem man uns gelockt hat in diese Ecke von Bewusstsein, natürlich genauso schön war wie die wahre Erde. Sonst wären wir da ja gar nicht hingegangen. Wir haben gedacht, was sollen wir in diesem finsteren Loch? Ne? Ja. Und dass man dann, nachdem man uns einmal sozusagen dazu verlockt hatte, da einzutauchen, dann so ganz nach und nach, ne, immer unter gleichzeitig auch immer noch ein paar angenehme Features, ne? Aber im Grunde das Prinzip des Mangels dann einführt und das Prinzip von allen möglichen Dingen. Strafe, Schuld, Angst. Ganz genau. Und unser Bewusstsein im Grunde so nach und nach wie in einem Tunnel verengt. Und mir hat Walter Russell, äußert sich übrigens zu diesem ganzen Bösi und weiter, äußert er sich gar nicht, sondern er ist nur damit beschäftigt, deutlich zu machen, so funktioniert die Welt eigentlich. Und das, was wir jetzt hier als die künstliche Matrix erleben, in der wir immer weiter reingezogen werden, das beschäftigt ihn gar nicht so, weil er so davon fasziniert war, zu Recht in meinen Augen, zu verstehen, ach, so funktioniert es eigentlich und wir sind die Schöpfer. Und wie du sagst, genau so, genau dabei hat er mir geholfen, diesen Dingen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben, sondern sie zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, aha, was sie da jetzt wieder versuchen, ne? Aber im Grunde mich hauptsächlich damit zu beschaffen, dass ich ja die Schöpferin bin meiner eigenen Matrix. Und das ist genau das, was Walter Russell sehr detailliert und anschaulich erklärt, dass es eben, wie das funktioniert und woran man das erkennt, und er kommt auch zu denselben Schlussfolgerungen. Jutta Bella hat ja auch in dem letzten Interview, was wir hier für Bewusst TV geführt haben, gesagt, dass sie ihre eigene Matrix erschafft. Ne? Ja. So. Und genau das zeigt er auch, und er zeigt auch, dass das Prinzip ist, wie unser Universum eigentlich erschaffen ist. Und wir wissen ja heute, dass diese Matrix, die uns immer weiter runterziehen soll, dass wir selbst die noch mit erschaffen, weil wir eben so starke Schöpferkräfte haben. Und du hast schon in ganz vielen Sendungen das immer wieder sehr deutlich gemacht, dass es darum geht, unsere Schöpferkräfte zu uns zu nehmen und für uns einzusetzen. Und dafür liefert Russell eine ganz solide Grundlage. Ich bin eben jemand, bin ja ursprünglich Biologin und naturwissenschaftlich interessiert und so. Ich gebe nicht gern meinen Verstand an der Garderobe ab. Ne? Mhm. Natürlich ist die wichtigste Quelle für mich auch das, was ich in meinen eigenen Meditationen und in meinem Herzen wahrnehme. Aber ich bin immer sehr froh, wenn mein Verstand Informationen bekommt, die dazu passen. Ja. So dass ich nicht nur ja und fühlt sich gut an und mein Herz wird ganz warm und so, sondern
auch noch etwas habe, womit ich meinen Verstand füttern kann, anstatt dessen, was ich ansonsten lerne. Ne? Wir haben ja heute, wenn wir Physikunterricht haben, eigentlich so eine ganz rudimentäre Vorstellung von kleinsten Teilchen, Elektronen, Protonen und so weiter. Und eigentlich ist ja die Physik viel weiter mit der Quantenphysik, die hat ja da gar nichts mehr mit zu tun. Und Niels Bohr und so, die alle gesagt haben, 99,999% ist eigentlich nichts. Mhm. Und andere, die auch schon gesagt haben, es ist eigentlich nur Energie, die wirbelt. Also es gibt gar keine kleinsten Teilchen. Und wenn ich mir natürlich vorstelle, es gibt kleinste Teilchen, dann ist natürlich das Glas fest, fühlt sich ja auch so an. Aber wenn ich mir vorstelle, im Grunde ist das Energie, die schwingt in kleinsten Teilchen. Es fühlt sich jetzt so an. Ich kann es also, tatsächlich hat es physikalische Eigenschaften, das Wasser auch. Da gibt es ja dann die Forschung, dass ich zum Beispiel jetzt mit Gedanken auch das Wasser verändern kann, die Qualität des Wassers, Emoto, ne? Der liebe Licht macht besseres Wasser, als wenn ich sag, du blödes Wasser. Ist das so, dass ich quasi selber vielleicht jetzt nicht das Glas verändern kann durch meine Gedanken, aber zumindest die Qualität des Wassers? Oder? Also ich denke, da ist alles möglich, wenn in dem Maße, wie wir uns dessen bewusst sind, dass es möglich ist. Das, was du jetzt gesagt hast, erinnert mich an das Buch Illusionen von Richard Bach, ja, von dem auch Möwe Jonathan ist. Ja. Da kommt das ja auch drin vor, dass er dann lernt, wie auf einmal der Boden dann wässrig ist und das Wasser ist fest und so. Denn was du jetzt gezeigt hast, heißt ja nur, das Glas hat eine dichtere Schwingung, eine andere Schwingung im Vergleich zum Wasser und im Vergleich zu meiner Hand. Aber alles ist Schwingung. Und das ist genau die Kernaussage von Walter Russell. Deswegen heißt dieses Buch auch Geheimnis des Lichtes, weil er sagt, es ist alles eigentlich Licht. Und mit Licht meint er nicht jetzt sichtbares Licht, sondern eben Schwingung. Und unsere ganze Welt, dass dieser Tisch uns fest erscheint und dies und das, sind alles nur Schwingungsverhältnisse. Und er sagt, das ist alles wie eine Manifestation von dem, was eigentlich sich nicht bewegt. Denn Schwingung ist ja durch Bewegung gekennzeichnet. Und er sagt, unser gesamtes Universum ist Schwingung, weil die Quelle allen Seins, das All-Eine, der Urgrund allen Seins oder der Schöpfer oder wie man das nennen will, das gibt es auch schon in der antiken Zeit, gibt es diesen Ausdruck vom unbewegten Beweger und bei den Scholastikern und so. Die Quelle ist unbewegt und sendet quasi, sendet durch die Gedanken diese Schöpfergedanken aus und diese Bewegung in der Polarität von Plus und Minus und Verdichtung und Erweiterung, das ist alles, was unser Universum ausmacht. Und die eigentliche, wirkliche Realität ist nur wie die Quelle. Ich habe dafür so ein Bild, wie wenn man eine Kerze in einem Raum hat und hat dann drumherum lauter Spiegel und sieht unendlich viele Kerzen. Aber nur die eine Kerze ist real. Alles andere sind Abbilder. Und das ist eben die Auffassung von Walter Russell. Und diese Auffassung hat mir schon, bevor ich mich mit dieser ganzen mit dem, was hier an Dunkelheit und absichtlicher Verschlechterung passiert, befasst habe, hat mir geholfen, immer wieder, eben zum Beispiel, wenn wir meditieren und unsere Aufmerksamkeit von unserer Körperwahrnehmung weglenken, ne? Wir erden uns und dann gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit woanders hin, dann haben wir ja eine Wahrnehmung, also es ist im Grunde so, als würden wir die 3D-Brille in dem Moment absetzen. Mhm. Und dann sehen wir auf einmal, du weißt es, man kann alles in der Meditation und in der inneren Wahrnehmung sich sichtbar machen. Und wenn man sich dann wieder in seinen Körper reingeht, sagen wir so umgangssprachlich, im Grunde, wenn wir unser Bewusstsein dann wieder auf unseren Körper richten, dann denkt man, ob es jetzt stimmt, weiß ich auch nicht. Ne? Hier, das ist ja doch realer, kommt uns so vor. Ja. Es kommt aber nur unserem Körper so vor, weil unser Körper hierzu eine Beziehung aufnehmen kann, während das, was wir eigentlich sind, unsere geistige Qualität,
hier ja nur sozusagen zu Besuch ist und selber ja auch deswegen kann das ja so wenig bewirken, also auf der physischen Ebene, deswegen kann ich jetzt mit meinem Geist nur bedingt das Wasser umstoßen, nur wenn ich eben sehr weit auf die Ursachenebene zurückgehe. Bis dahin ist, glaube ich, es gibt ja Kinder, die das können. Ich habe auch schon Kinder erlebt, die mit geschlossenen Augen beziehungsweise mit so einer Schlafbrille auf, durch die ich nichts sehen konnte, ein Bilderbuch vorlesen konnten. Das habe ich wirklich in meiner Winterwoche selber gesehen und ich habe es auch probiert und habe gemerkt, meine Überzeugung, dass das nicht geht, war zu stark. Ich hätte dann, müsste wahrscheinlich irre üben, habe ich jetzt noch nicht mir die Zeit dafür genommen. Aber für Kinder ist es leichter. Insofern ist das, was bei Walter Russell steht, unter Umständen für unsere Kinder schon ja, Binse, aber für uns eben noch nicht. Denn wir sind ja noch in einer Zeit groß geworden, wo man unser Bewusstsein sehr ausschließlich auf die materielle Welt gerichtet hat. Ja, und wir erleben es ja jeden Tag, was uns vorgesetzt wird, ist ja, und wir werden ja dauernd in diese Welt gezogen, ob das die Handys sind, ob wir die jungen Leute TikTok oder sonst was gucken. Und ich weiß ja auch, wie faszinierend es ist, so ein großer Fernseher zu Hause und dann tolle Filme. Und ich bin wirklich auch Cineast und mag das auch. Aber ich merke auch immer mehr, dass es teilweise sehr fad ist, obwohl die Bilder irre sind, die heute aus Hollywood kommen, aber eigentlich so übertrieben, dass sie eigentlich auch gar nicht mehr irgendwie etwas in mir anregen. Aber egal, das ist diese Welt, es ist meine Entscheidung sozusagen, inwieweit lasse ich mich jetzt unbewusst reinziehen in die Bilder vom großen Fernseher und aus den Nachrichten und dann ne, Krieg in Ukraine. Wir reden jetzt über zwei Stufen. Ja. Ne? Der Fernseher ist sehr faszinierend und ist im Moment dabei, und überhaupt die ganzen Bildschirme, unsere Aufmerksamkeit sehr stark zu fesseln. Und dann gibt es das, was wir als reale Welt bezeichnen. Und Walter Russell sagt eben, das, was wir als reale Welt bezeichnen, ist auch nur klar. Praktisch, ne? Ja. Also David Icke sagt das ja auch, ne? Das ist auch nur ein Abklatsch und dahinter ist die eigentliche reale Welt und dann gibt es noch die Quelle, die einzige ganz echte Realität ist und alles andere ist im Grunde wie ein Kinofilm und unsere virtuelle Welt, was wir als virtuelle Welt bezeichnen, ist sozusagen ein Film im Film. Mhm. Da gab es ja schon in den Anfang der 70er von Hans-Werner Fassbinder, oder wie heißt der nochmal? Rainer Maria Fassbinder, glaube ich. Irgendwie so, ja. Fassbinder, berühmter Regisseur, ja. Welt am Draht, ja. Wo genau das thematisiert wurde. Und der Unterschied zwischen unserer Bildschirm-virtuellen Welt und dem Internet und dem, was wir Mutter Erde nennen, ist genau so ein Unterschied wie zwischen dem, was wir Mutter Erde nennen und dem Unermesslichen, was wir erfahren können, wenn wir uns aus unserer körperlichen Wahrnehmung lösen. Und da können wir praktisch, und das ist deswegen finde ich das jetzt so entscheidend in dieser Zeit, weil wir, wenn wir uns aus unserer körperlichen Wahrnehmung lösen und lernen, da wahrzunehmen und dem zu vertrauen, dann können wir aus der Vogelschau hier auch ganz anderen Durchblick haben und andere Entscheidungen treffen. Ich bin ja nicht dafür, dass wir jetzt alle nur noch meditieren und unseren Körper nicht mehr benutzen. Wir sind ja, das ist ja der Schulungsplanet, in dem wir lernen, Ursachen zu setzen und mit den Wirkungen klarzukommen und so. Aber wenn wir uns von unserer eigentlichen Geistigkeit führen lassen können hier, dann treffen wir ja ganz andere Entscheidungen. Du sagst das in deinen Sendungen immer eben aus dem Herzen. Und das Herz ist ja nur die Verbindung zu diesem geistigen Teil von mir. Oder zur Quelle letztlich. Und zur Quelle letztlich. Und Jutta Belle sagt ja, er spricht auch von Licht, sie spricht ja von Licht und Liebe. Mhm. Kommt Liebe auch bei Walter Russell vor? Walter Russell sagt, unsere Welt besteht im Grunde nur aus Licht und Liebe. Licht ist für ihn jetzt physikalisch die Qualität der Elektrizität, ja. Und Liebe ist für ihn die Qualität
der magnetischen Anziehung. Und elektromagnetische Phänomene sind ja im Grunde das, was unsere Welt ausmacht. Und da sieht man schon, dass da Licht und Liebe untrennbar miteinander verknüpft sind. Überall, wo Elektrizität ist, ist auch Magnetismus. Ne? Und gleichzeitig ist es eben, er sagt zum Beispiel, wir wissen sehr viel darüber, wie man Materie manipulieren kann, was man alles mitmachen kann, aber was sie eigentlich ist, das wissen wir gar nicht. Nämlich nur Wirbel in Bewegung und nur Projektionen von Gedanken. Ne? Kann es sein, dass die Alchemie eigentlich so etwas ist, eine Physik, die ganz anders ist, als was wir heute noch lernen, wo man dann aus Blei Gold machen kann oder transmutieren kann, also Elemente wirklich verändern kann durch Prozesse, die wir natürlich heute nicht kennen, aber ich verstehe nichts von Alchemie, aber Walter Russell sagt, dass natürlich die Umwandlung von Elementen ineinander, wenn man das einmal begriffen hat, wie Materie eigentlich aufgebaut ist, eigentlich ein Klacks ist und dass die Natur, die Pflanzen und so weiter, das ja auch die ganze Zeit unter physiologischen Bedingungen bei normaler Raumtemperatur und so weiter hinkriegen. Und wir also, ja auch, der Körper macht ja, wandelt ja im Grunde auch das, was er aufnimmt als Nahrung, auf selbst bei einer Mangelernährung erzeugt der Körper möglicherweise die Substanzen, die er vielleicht hier und da im Körper braucht. Genau, und es gibt Leute, die sich jahrelang nur von Liebe und Licht ernähren und diesen Umweg über die physische Nahrung gar nicht brauchen, weil ihnen bewusst ist, dass es eh alles nur Schwingung ist und dass sie dann auch direkt die Schwingung futtern können sozusagen. Das sind alles so Dinge, die möglich werden und die vor allem nachvollziehbar werden, wenn wir verstehen, was hat es eigentlich genau auf sich. Und ich finde das unglaublich spannend und wissenswert und habe den Eindruck, nachdem ich das jetzt schon, ich habe vor 26 Jahren meinen Genius Verlag gegründet, im Grunde für Walter Russell. Und es war immer so, ich hatte sehr begeisterte Leser, aber die Zahl war überschaubar. Und jetzt merke ich, jetzt kommt ein größeres Interesse. Und mir selber geht es auch so, wenn ich jetzt die Bücher wieder aufschlage und neu durchlese, dass ich das Gefühl habe, dass ich vor dem Hintergrund all dessen, was wir in den letzten Jahren erlebt haben und unseres Aufwachprozesses, auch das nochmal ganz anders verstehe und dass es müheloser wird. Ne? Das find ich toll. Also du machst dann einen Podcast Ostersonntag. Weil das sind ja immer, diese Feiertage sind immer die Tage, wo schlimme Rituale durchgeführt werden und wo ich finde, da kann man doch mal was Lichtes dagegen setzen. Also das ist das, was du damit machst. Letztlich geht es, ja, ich frage hier natürlich immer so vielleicht naiv, aber wie gesagt, was kann man damit letztlich anfangen? Aber ich weiß ja selber und rede, du weißt es auch oft darüber, inwieweit ich meine Gedanken verändere und auch meine Aufmerksamkeit bewusst dahin lenke, wo ich eigentlich auch meine Realität lieber haben möchte, obwohl ich ja sehe, es gibt diese schlimmen Dinge, aber ich gucke jetzt nicht dauernd hin, guck mal, jetzt da Ostern, da werden nur schlimme Dinge gemacht, ich weiß es, aber ich weiß auch, wenn ich jetzt da mich zu sehr mit beschäftige, dann gehe ich in diese Schwingung und es zieht mich rein. Es gibt ganz viele, glaube ich, Leute, die sich zu tief mit dem Kindesmissbrauch beschäftigt haben, dass sie wirklich durchgedreht sind letztendlich. Das heißt, es ist eine Entscheidung von mir selber bewusst. Also wenn ich es mir bewusst mache, ist ja was anderes als, wir leben ja in einer Welt, wo wir quasi ständig unbewusst in die Bilder aus dem Fernseher, aus Filmen gezogen werden, damit wir unsere Schöpferkraft sozusagen benutzen, um diese transhumanistische Zukunft zu erschaffen, die einige wenige uns irgendwie dauernd vorsetzen. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich jetzt sagen, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, das nicht zu manifestieren, sondern etwas Schöneres. Aus diesem Film auszusteigen, denn wenn wir wieder auf das Bild mit der 3D-Brille zurückkommen, ist es für mich jedenfalls, gerade bei so diesen furchtbaren Themen, ein Riesenunterschied, ob ich mir sage, das ist ein Film, ein mieser Film, in dem ich mit meiner Körperwahrnehmung drinstecke, und der von anderen geschaffen worden ist. Und wenn ich etwas anderes haben will in meinem Leben, dann kann ich zur Kenntnis nehmen, dass dieser Film furchtbar ist. Aber ich muss auf einer anderen Ebene andere Gedanken haben und manifestieren, damit dann schöne Filme entstehen sozusagen. Und das ist ja die gemeinsame Anstrengung, in der jeder von uns
seine besten Gedanken versucht umzusetzen und da die Energie hinzubringen. Und dafür müssen wir im Grunde immer wieder uns klar machen, das ist ein Film. Und er hat jetzt hier für uns, weil wir diese 3D-Brille, das, unser Körper ist ja quasi diese 3D-Brille. Avatar, den wir haben, ja. Genau. Weil wir die aufhaben, erscheint es uns so unausweichlich. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich durch ein schreckliches Programm stolpere und denke, das ist die einzige Realität, die es gibt. Oder ob ich denken kann, ob es mir immer wieder zwischendurch zumindest, und das kann man ja üben, gelingt zu denken, so ein Blödsinn, wer hat denn diesen Mistfilm gemacht? Ne? Ich mache jetzt einen anderen. Und dafür ziehe ich mich natürlich, muss ich mich immer wieder auch aus dieser Fokussierung auf dieses Schreckliche zurückziehen. Sonst kann ich das nicht machen. Ne? Und das ist was anderes als Drückebergerei, wo ich sage, ach nein, und ich setze mich dann innerhalb meiner 3D-Brille nur irgendwo hin und gucke Rosamunde Pilcher und das reicht mir. Ne? Ja, so Licht und Liebe kann natürlich eben, wie gesagt, wie du sagst, auch dazu führen, dass ich sage, ach, das gibt es ja ganz viele, die sagen, warum beschäftigt ihr euch immer, oder Bewusst TV, ich habe diese Themen ja auch immer noch, und ein Teil der Kritik ist natürlich verständlich, dass man sagt, beschäftige dich doch gar nicht mehr damit, du gibst denen ja noch Aufmerksamkeit. Es ist so eine Gratwanderung, es einerseits zu wissen, weil die Dinge kommen ja jetzt ans Licht, damit sie gesehen werden. Mhm. Wir sehen ja so vieles, und ganz viele Menschen sehen auch in der Politik, dass die Politiker gar nicht Interesse daran haben, dass es uns gut geht. Ich meine, das war schon immer so, aber jetzt wird es so deutlich, was wir da für Leute haben, die... Und immer mehr Leute merken es und ziehen sich da auch zurück von dieser politischen Welt und letztlich aus der Matrix. Ja, ja, und das Wichtige in meinen Augen ist, wenn ich erkenne, zum Beispiel, dass ich meinen Garten nicht mehr mit Gift führen möchte, weil das furchtbar ist, dann muss ich natürlich das erstmal, was richtet das alles an und Glyphosat, wie schrecklich und so weiter. Hm. Aber nur mich davon zurückzuziehen alleine reicht ja nicht, sondern ich muss ja stattdessen was anderes machen. Mhm. Ein Biogarten entsteht ja nicht dadurch, dass ich da einfach nur das Schneckenkorn weglasse, sondern da muss ich muss ja sozusagen meine Wirksamkeit dahingehend richten, harmonische, schöne Strukturen aufzubauen. Und dafür muss ich erstmal in mir selber Harmonie schaffen. Und darum geht es hier auch. Okay, sag mal, also letztlich, wo findet man jetzt diesen Podcast? Also ja, auf meiner Webseite, aber es wird auch möglich sein, ihn auf den gängigen Podcast-Anbietern, Spotify, YouTube, Apple Music und so weiter, überall, man kann das ja heutzutage überall verteilen, sodass es bequem ist, dann zu abonnieren, aber sich anmelden sollte man natürlich auf meiner Seite, genau. Ich danke dir, Dagmar. Ich danke dir auch, lieber Joe.